Zwei Menschen, zwei Gehälter und zwei ganz unterschiedliche Vorstellungen vom Traumjob. Wie viel verdient Deutschland? Philipp, 25, ist Landwirt und jeden Tag bei Wind und Wetter auf seinem Hof im Einsatz, wo er allein den ganzen Laden schmeißt. Man ist natürlich einmal Landwirt, Tierwirt, Tierarzt, alles in einem Verein. In der Küche von Justin, 25, werden jeden Tag tolle Gerichte für die Gäste gezaubert. Trotz Hektik und Stress für Justin der absolute Traumjob, gemeinsam als Team. Ein Team zu bilden und dann, ich sag immer, Schlacht zu bezwingen, ja, das ist schon ganz gut so. Was haben die beiden am Anfang des Monats auf dem Konto? Und wie viel bleibt am Ende davon übrig? Welche Ausgaben haben sie? Der Galileo-Gehaltscheck. In Raden, dem nördlichsten Zipfel NRWs, lebt und arbeitet Landwirt Philipp Pelzer. Sein Tag beginnt heute um 8 Uhr morgens. Als erstes steht das Füttern der Tiere an. So, kommt rein, hier drin ist auch ein bisschen wärmer. Ja, das hier sind meine Mädels. Und die warten schon ungeduldig auf ihr Frühstück. Selbst unsere Technik sieht scheinbar lecker aus. Herr Tonmann, auf die Kabellage aufpassen. Ich habe im Grunde genommen ja einen sehr kurzen Arbeitsweg. Also ich steige aus dem Bett und bin schon da. Den kalten Winter verbringen die Tiere im Stall. Ab April leben sie dann auf der Weide. Früher hat auf diesem Betrieb halt hier eine ganze Familie gearbeitet. Heute bin halt irgendwie nur noch ich da. Gut, ich schnapp mir gerade einen Besen und dann machen wir mal den Vorhang da hoch. Die sind neugierig, weil sie Hunger haben und sagen, ey, mach mal hinne. Die morgendliche Fütterung ist nicht nur Pflicht, sondern auch ein Moment der Verbundenheit. Das hier vorne, das ist Brownie, die ist ihr lieb. Einfach, die heißt auch so, weil sie braun ist. Und das hier ist Nuckel. Die hat früher, als sie als Kalb kam, hat die immer alles und jeden angenuckelt. Und heute, jetzt wo sie größer ist, leckt sie an allem, an jedem. Also am liebsten mag ich wirklich Rinder. Die sind schön groß und da hat man richtig was zum Anfassen. Und lieb und kuschelig und flauschig sind sie auch. Oh, da hat er sich gerade erschreckt, da hat er nicht mit gerechnet. Zack. Wir wollen natürlich wissen, wie viel unser Landwirt Philipp verdient und ob man davon leben kann. Philipp bekommt Lohn auf dem Familienhof von seinen Eltern ausgezahlt. Und zusätzlich Geld durch einen Minijob auf der Biogasanlage, die auch Teil des Hofes ist und von mehreren Landwirten betrieben wird. Das macht knapp 1.950 Euro brutto. Netto bleiben 1.200 Euro übrig. Ich sag euch, der schnurrt wie ein Kätzchen. Oh ja, das glüht jetzt wie Sau. Jetzt ist er warm. So, Achtung. Der Hof gehört Philipps Familie. Er hat also wenige Fixkosten im Monat. Wo genau kann er sparen? Wir kaufen ja halt so wenig ein, weil wir halt mit der ganzen Familie bei uns unter einem Dach leben. Und Miete zahlen wir keine. Die Miete fällt also weg. Für Strom zahlt er rund 100 Euro monatlich. Für Lebensmittel kommen knapp 80 Euro obendrauf. Stichwort Lebensmittel. Auch seine Tiere bekommen jetzt ihr Frühstück. Dafür kommt eine der großen Maschinen zum Einsatz. Das Futter für Philipps Wiederkäuer wird frisch gemixt und gleich darauf serviert. Zum Schluss kommt noch eine frische Portion Stroh in den Stall und die Tiere sind zufrieden. Für Koch Justin beginnt der Tag nicht hinterm Herd, sondern im Fitnessstudio. Da sein Arbeitsalltag in der Küche erst um 13 Uhr beginnt, ist die Freizeit eben vor der Arbeit. Hallöchen, alles gut bei euch? Super soweit und selber? Natürlich. Heute ist so ein bisschen Arme und Schulter dran. Und starte ich einfach mit ein paar Curls in dem Bereich. Ein bisschen Schulter drücken und dann gucken wir gleich, was noch so ansteht. Warum gehst du morgens ins Fitnessstudio? Einfach nur so ein bisschen, um den Rücken zu entlasten, auch dadurch, dass ich den ganzen Tag stehe. Und einfach so ein bisschen fit zu bleiben. Man kennt ja dieses Vorurteil, dass alle Köche so ein bisschen den dickeren Bauch haben. Und da muss man halt so ein bisschen gegen angehen. Justins Schichten dauern bis ca. 23 Uhr. Lohnt sich das? Brutto habe ich jetzt 2.750 Euro und netto ist immer so 1.950 ungefähr. Für das Fitnessstudio zahlt er jeden Monat 25 Euro. Das ist nicht nur Gehaltscheck, sondern auch Formcheck gefühlt. Ey. Übungen geschafft. Ready für die Arbeit? Jetzt machen wir uns auf den Weg zur Bahn. Hoffen wir, dass wir die noch bekommen. Für sein monatliches Bahnticket zahlt Justin 49 Euro. Ein Auto hat er nicht. Für den Weg zur Arbeit braucht Justin knapp 20 Minuten. Im 16. Stock dieses Hotels ist Justins Arbeitsplatz.
Und jetzt holen wir uns noch meine Wäsche ab und dann gehen wir uns umziehen und dann ab in die Küche. Das passende Outfit ist bei Justin wichtig. Die Gäste können von draußen reingucken. Wir haben ein paar Tische so platziert, dass die auch in die Küche gucken können. Und dementsprechend ist es schon ganz gut, wenn man dann immer so ein bisschen ordentlich aussieht und nicht wie so ein Rapper aus den 80ern. Justin arbeitet 4 Tage die Woche, je 10 Stunden. Hier kommen wir auch schon zusammen in die Küche. Dort ist Teamarbeit wichtig. Hallöchen. Alles gut? Alles gut, Chef? Hallo, alle zusammen. Hallo, Justin. Alles klar? Alles gut? Wie geht's dir? Es stehen Vorbereitungen für den Abend an. Das ist alles, was wir so halt fürs Kochen brauchen, was wir fürs à la carte brauchen. Unsere Vorbereitung, gegebenenfalls Sachen, die wir noch vorbereiten müssen. Dafür habe ich meine To-Do-Liste, da gehe ich jetzt einfach alles durch. 5 Stück. In der Küche gibt es verschiedene Posten mit unterschiedlichen Aufgaben. Ja. Sogar sehr erfolgreich immer. Ich pack die mal kalt, ja. Ach, Rücken kaputt. So weit kommt's noch. Für den Schichtbetrieb am Abend muss Justin jetzt schälen, vorgaren und schnippeln. Warum bist du eigentlich Koch geworden? Ich habe für meinen Bruder damals sehr viel gekocht und auch viel ausprobiert. Für mich ging es immer so ein bisschen darum, etwas Neues kreieren zu können. Und aber das Kochen ist halt viel vielfältiger, als man meint. Also ich komme nicht nur hier hin und mache meine Pommes warm und schicke das Schnitzel raus und bin fertig. Sondern man muss halt auch so ein bisschen Kreativität und ein bisschen Handwerk mit an den Tag bringen. In der Küche gibt es eine klare Hierarchie. Welche Aufgabe hast du? Wir haben ja die Küche eingeteilt in mehrere Posten. Wir haben einmal den Entremetier, da kümmere ich mich drum, das sind die Beilagen. Dann haben wir den Garde-Manger, das macht heute mein lieber Küchenchef. Der macht alle Vorspeisen sowie die Desserts tatsächlich bei uns. Dann haben wir noch den Saucier, der kümmert sich dann um Fleisch, Fisch, Soßen und tierisch basierte Suppen. Wie viele Gäste habt ihr heute? 80 bis jetzt und haben wir wahrscheinlich noch so ein paar Walk-ins. Ja, immer gut was zu tun auf jeden Fall. Während der Alltag in der Küche langsam in Fahrt kommt, steht für Landwirt Philipp eine wichtige Aufgabe an. Seine Zuckerrüben machen ihm Sorgen. Hat in den letzten Tagen sehr viel geregnet. Und ich habe jetzt Angst, dass sie anfangen zu faulen. Und da wollte ich jetzt einmal kurz den Status nachgucken, wie das da aussieht. Das Zuckerrübenfeld liegt nur wenige Minuten vom Hof entfernt. Die Pflanzen haben ordentlich Wasser abbekommen. Regen ist der größte Freund und manchmal auch der größte Feind von Landwirten. Dann würde ich da einfach mal durchwaden und mir dann einmal an den nassen Stellen die Rüben angucken, mit dem Spaten noch mal irgendwie 1-2 ausgraben, um zu gucken, ob die da im Wasser faul werden. Neben der Tierzucht lebt der Betrieb vor allem von seinen Zuckerrüben. Wie ist das, wenn man vom Wetter abhängig ist? Wäre auf jeden Fall ärgerlich, weil man arbeitet ja ein ganzes Jahr darauf hin auf so eine Ernte. Ne? Alles, was ich in einem Jahr von meinen Flächen ernte, damit muss ich ja bis zur nächsten Ernte hinkommen. Also das ist dann halt, das ist Landwirtschaft. Das sind halt einfach so die Herausforderungen, mit denen muss man leben. Und die machen den Beruf ja auch spannend. So, Spaten. Zack. Oh ja. Also, wobei, hier geht's noch. Also, aber man sieht halt, es ist matschig, ne? Hier will ich jetzt mal gucken, wie die Rüben aussehen. Ob die irgendwie faulen oder so. So, guck mal, das hier ist so eine... So, das hier ist so eine Zuckerrübe. Daraus wird Zucker gemacht. Schön, so eine Rübe, oder? So, wenn ich mir die jetzt mal angucke, die ist überall noch fest. Und sie faulen nicht. Und das ist sehr, sehr gut. Aber gut, das war jetzt eine. Ich gucke noch ein bisschen weiter. So. Was sind die Herausforderungen eines Landwirtes? Bauern kann man es ja nie so richtig recht machen. Mal regnet es zu viel, mal zu wenig, ist ja immer so. Aber dieses Jahr ist halt eigentlich wirklich schon extrem. Eigentlich hat man es immer hingekriegt. Aber das ist halt die Natur. Mal so und mal so. Klar, das, was man macht, ist irgendwo immer das Gleiche, aber jedes Jahr zu anderen Bedingungen. Und das macht's spannend.
In Deutschland arbeiten rund 937.000 Menschen in der Landwirtschaft. Rund die Hälfte des gesamten Landes sind Ackerflächen. Das Einkommen kann variieren, je nach Region und Spezialisierung. Landwirte im Ackerbau verdienen mit durchschnittlich 54.340 Euro pro Jahr am meisten. Milchviehbetriebe 51.815 Euro und Gemischtbetriebe je 42.000 Euro. Am geringsten ist das Einkommen mit 38.955 Euro in den Veredelungsbetrieben. Und wie laufen die Vorbereitungen bei Justin? Es sind halt viele Abläufe, die vielleicht so für Außenstehende immer so ein bisschen chaotisch oder auch so, ich sag mal, wild organisiert sind. Aber dadurch, dass man das halt jeden Tag macht, ist es halt so für einen selber auf jeden Fall viel geordneter im Kopf. Das ist jetzt Petersilienwurzelpüree. Wir haben zwei Stück, eins mit Selleriepüree und eins mit Petersilienwurzelpüree. Man sieht schon, dass die Farbe sehr gleich ist. Deswegen ist es immer wichtig zu beschriften. Ansonsten kostet das vorne zu viel Zeit, da irgendwie rausprobieren und riechen zu müssen, was jetzt was ist. Justin kocht immer mit frischen Zutaten für seine Gäste. Was gibt er für sich selbst für Lebensmittel aus? Es ist tatsächlich sehr viel. Also es sind so 300 Euro, 350 Euro. Wenn ich es jeden Tag an meine Gäste verkaufe, muss ich es mir auch selber gönnen. Das ist so ein bisschen dann so der Gedanke dahinter. Das ist schon ganz gut so, wie es ist auf jeden Fall. Mittlerweile ist es 3:45. Endlich Pause. Jetzt erstmal was essen und ein bisschen Energie tanken. Und dann haben wir gleich genug Zeit, um fürs à la carte alles vorzubereiten. Kannst du jeden Tag hier essen? Bitte? Kannst du hier jeden Tag essen? Ja, tatsächlich. Also wir haben jeden Tag Personalessen. Wir haben immer feste Pause um 16.15 Uhr. Da machen wir als ganzes Team zusammen Pause. Und da legt der Chef auch wirklich sehr Wert drauf, dass wir als Team zusammen essen. Dadurch, dass das ein bisschen die Teambindung auch noch mal stärkt, ohne dabei die ganze Zeit die Arbeit im Vordergrund zu haben. Also das sind 45 Minuten, in denen man auch mal den Kopf ausschalten kann. Die Ruhe vor dem Sturm. Um 18 Uhr kommen die ersten Gäste. Auch Landwirt Philipp ist noch auf seinem Hof zugange. Hier gibt es noch eine wichtige Aufgabe. Als nächstes steht Maschinenwaschen an. Das ist wichtig für den Winter, weil unter Dreck und so sammelt sich immer Feuchtigkeit. Da kann dann viel gammeln und dann gammeln die Maschinen halt einfach kaputt. Das ist mein Arbeitsgerät und natürlich wird das dann auch wieder dreckig, aber ich fahre gerne sauber los. Die Maschinen werden im Winter nicht gebraucht. Philipp macht sie sauber für ihren Winterschlaf. Der Job als Landwirt ist sehr vielseitig. Macht das noch Spaß? Ich wollte von klein auf immer Landwirt werden und ich lebe jetzt quasi meinen Traum. Kann man so sagen eigentlich. Ist ja so. Von klein auf an wollte ich das schon immer werden. Und jetzt mache ich es hier auf meinem eigenen Hof. Ist doch super. So, ich drücke jetzt hier aufs grüne Knöpfchen. Möchtest du das mitnehmen? Tschüss. Der sogenannte Grubber, den wir hier sehen, wird im Sommer und Herbst für die Ernte eingesetzt. Das bedeutet viel Dreck, den Philipp penibel entfernt. An sich ist das Waschen jetzt soweit fertig. Ich stelle den jetzt einfach mit Schlepper zusammen in eine Halle und dann lasse ich das bis morgen trocknen. Und dann kann er seinen Winterschlaf machen, wenn es dann wieder darin geht, das Land für die Zuckerrüben fertig zu machen. Ich ziehe mir einmal die Waschkutte hier aus, wasche mir einmal durchs Gesicht und dann bin ich bereit. Um 16 Uhr ist Feierabend. Im Winter gibt es weniger zu tun. Im Sommer muss Philipp dafür manchmal bis spät in die Nacht arbeiten. Jetzt hat er aber frei und Zeit für sein spezielles Hobby. Für sein Auto gibt Philipp jeden Monat 80 Euro fürs Tanken und 36 Euro für die Versicherung aus. Da sind wir. No, hier treffe ich mich eigentlich immer mit meinen Kumpels. Na, so. Die Tür ist ein bisschen älter. In dieser angemieteten Halle trifft er sich regelmäßig mit Freunden, um an diversen Fahrzeugen zu schrauben. Ja, also das ist hier so das kleine Schrauberschloss. Da vorne steht nämlich mein Rallye-Auto. Da muss die Zylinderkopfdichtung gemacht werden, deswegen steht er hier so mit offenem Herzen. Der muss erst wieder ins Leben gerufen werden. Letztes Jahr ging es mit Philipps Auto auf eine Rallye in die Alpen. Im Sommer soll der rote Zwillingsflitzer, den er mit einem Kumpel kaufte, an den Start gehen. Und bis dahin muss er laufen. Also noch genug Zeit. Was kostet die Autohalle monatlich? Durch 4 geteilt, das sind für jeden 150 Euro. Damit ist die Miete und die Nebenkosten für die Halle hier abgedeckt. 150 Euro, die wir abziehen. Für Philipp ist der Alltag bei eisigen Temperaturen geschafft.
Er kann jetzt endlich abschalten. So, das hier ist mein Wohnzimmer. Wir hatten den ganzen Tag nicht mehr als 2 Grad. Da freut man sich dann abends, gerade wenn man auch dann so ein bisschen mit Wasser gespielt hat und so. Dann freut man sich abends, wenn man dann ein bisschen warm duschen kann und dann noch ein leckeres, warmes Essen. Da komme ich dann runter und dann kann ich auch schön schlummern. Was bleibt am Monatsende übrig? Abzüglich der planbaren Kosten hat unser Landwirt noch knapp 754 Euro. Während Philipp um 18 Uhr auf der Couch entspannt, geht es für Koch Justin erst richtig los. Jetzt war die ganze Zeit Vorbereitungszeit, jetzt haben wir alles aufgebaut, alle Posten stehen, jeder ist jetzt bereit dazu, Tische rauszuschicken. Ja, und jetzt warten wir nur noch auf unsere Gäste und dann let's go. 80 Gäste haben reserviert. Was bedeutet das für die Bestellungen? Da ist halt ein Hauptgang und dementsprechend kann man die Teller immer so ein bisschen auf die Gästezahl anpassen. Genau. Die Opener-Tische, das ist all das, was man sich noch so vorbereiten kann. Man merkt, dass die Temperatur im Raum auf jeden Fall schon ein bisschen steigt. Auch der Zeitdruck steigt. Die Absprachen und das Zeitmanagement im Team müssen sitzen. Natürlich. Das ist alles Hand in Hand. Ohne Kommunikation würden wir es gar nicht hinbekommen, weil wir genau abpassen müssen, wann die Beilagen zu dem Fleisch fertig sind und andersrum. Wenn es gerade passt, dann schickt man vielleicht auch so 5 Tische gleichzeitig. Und das ist dann der Faktor, wo Teamarbeit ganz groß geschrieben wird. Ein Team zu bilden und dann, ich sag immer, Schlachten zu bezwingen, ja, das ist schon ganz gut so. Und der Stress, der mit einhergeht, ist auch etwas, wo ich sage, dass ich damit auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden sein kann. Die Gerichte werden vor jedem Kartenwechsel Probe gekocht. Dennoch kann man kreativ werden. Wir können alles so ein bisschen verfeinern noch zur Probe der Karte. Und alles Weitere ist dann fix und genauso machen wir das dann auch. Kochst du auch für deine Familie? Zu Hause bin ich auch der Koch. Allerdings kann ich nicht backen. Ich kann nicht backen und ich kann keine Desserts machen. Das übernimmt meine Frau und ich muss ehrlich sagen, die macht den besten Käsekuchen. Und da komme ich einfach nicht dran, also das schaffe ich auch einfach nicht. Wir wollen direkt ein Snack, ein Rostbraten. Jawohl. Ich glaube, wenn ein gutes Gästefeedback da ist, wenn man weiß, dass man einen starken Abend gut zusammen gemeistert hat, dann war es ein guter Tag. Es ist 22:30. Wir schicken jetzt noch die letzten Tische und dann haben wir es auch gleich geschafft. Dann wird die Küche noch geputzt, wird alles ordentlich gemacht, schon mal vorbereitet für morgen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Putzen. Wir machen lieber den Kassensturz. Abzüglich der Kosten für Fitnessstudio, Bahnticket, Lebensmittel und Miete bleiben Justin am Monatsende ungefähr 876 Euro übrig.